Berlin ist die Stadt der Einheit. Wenn es allerdings um die IT der Berliner Verwaltungen geht, könnten es genauso gut auch 12 völlig verschiedene Länder sein. Denn heute gibt es über 1000 verschiedene IT-Lösungen in den Behörden. Teilweise sogar für ein und denselben Vorgang. Wir denken, Berlin kann das besser. Wir sind das IT-Dienstleistungszentrum Berlin. Und wir arbeiten an einer modernen und einheitlichen digitalen Infrastruktur der Berliner Verwaltung. Und wie machen wir das? Als Berlins zentraler IT-Dienstleister betreuen unsere mehr als 800 Mitarbeitenden 14.500 PC-Arbeitsplätze in den Verwaltungen, betreiben über 3.000 Server und halten über 1.000 Kilometer Lichtwellenleiternetz in der Stadt instand. Das ist schon viel, aber nicht alles. Als Partner der Stadt arbeiten wir eng mit dem Senat und der IKT-Staatssekretärin zusammen. Sie steuert die gesamte Informations- und Kommunikationstechnologie des Landes. In ihrem Auftrag und gemeinsam mit ihr entwickeln, etablieren und überwachen wir die Standards für eine einheitliche IT in Berlin. Und warum ist das wichtig? In einer Stadt, in der man mit seinem Smartphone ein U-Bahn-Ticket kaufen kann, sollte es auch möglich sein, die Zulassung für ein Auto online zu beantragen. Dafür braucht Berlin eine moderne, serviceorientierte Verwaltung. Deshalb setzt das ITDZ für Berlins 12 Bezirke und seinen 11 Senatsverwaltungen, 240 Verwaltungseinrichtungen und 116.000 Mitarbeitern für 3,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger das E-Government-Gesetz um. Oder wie wir es nennen, Deutschlands größtes IT-Projekt. Damit werden die Wartezeiten in den Ämtern verkürzt und man muss nicht mehr mit jedem Anliegen vor Ort sein. Einheitliche Arbeitsplätze und Software vereinfachen die Arbeit für die Verwaltungen und erhöhen die Sicherheit. Die Umstellung von Papier auf digitale Akten beschleunigt die Bearbeitungszeit, spart enorm viel Platz in den Archiven und ist natürlich umweltbewusst. Damit aus dieser Vision Wirklichkeit wird, sind unsere zentralen Aufgaben standardisieren, zentralisieren und beraten. Denn das größte IT-Projekt der Republik kann nur Schritt für Schritt und in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung und der Politik im Land gelingen. Im ersten Schritt haben wir den Berlin-PC entwickelt. Einheitliche Technik mit einheitlicher Software. Er wird künftig an jedem Verwaltungsarbeitsplatz eingesetzt und macht als Teil des standardisierten IKT-Arbeitsplatzes die schnelle und einheitliche Kommunikation zwischen den Behörden überhaupt erst möglich. Die standardisierte IT-Infrastruktur wird dann zentral in unseren beiden BSI-zertifizierten Rechenzentren betrieben. Das Secure Data Center stellt auf den 400 Quadratmetern die nötige Speicherleistung zur Verfügung. Unser High Secure Data Center kann als Hochsicherheitstrakt im Notfall mit einem 16-Zylinder Turbodiesel betrieben werden. Zu guter Letzt stehen wir mit unserer langjährigen Erfahrung zur IT-Sicherheit und der Optimierung von Prozessen der Stadt als Berater zur Seite und treiben die Digitalisierung unserer Stadt voran. Erfahren Sie mehr über das ITDZ Berlin und unsere Aufgaben und Leistungen unter www.itdz-berlin.de.